Jo Leute, willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, im letzten Teil haben wir ja diverse Sachen gemacht. Unter anderem eine weitere Klatsch-Nixen-Mission. Dann haben wir noch einen mit Bliss vollgepumpten Schwarzbären erlegt. Ja, und in diesem Teil wollen wir uns gar nicht lange aufhalten und uns gleich zu Dr. Charles Lindsay begeben. Gehört zur Story-Mission mit dazu. Ja, und deshalb, da wir da ja auch mal ein bisschen voranschreiten wollen, gehen wir da mal hin. Hier schön durchs Blissfeld. Na, was hat Boomer wieder gesehen? Knurrt schon wieder. Ja, was ist los, Boomer? Moment mal. Davon wollen wir noch mal ein paar herstellen. So, Dr. Charles Lindsay. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns die Mission gegeben hat. Ich glaube, irgendwer aus dem Hope County Jail. Wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall werden wir da jetzt mal hingucken. Und sehen, ob wir den Doktor auf unsere Seite kriegen. 200 Meter noch. Okay. Scheint hier so eine Art Thermalbecken zu sein. Können wir hier irgendwelche Informationen rauslesen? Nein. Okay, da hinten. Ja, ja. Der Hubschrauber, nicht, dass der uns noch in die Quere kommt hier. Wir haben sie auch schon wieder einen aufgespießt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das wird witzig. Ich hoffe, wir kriegen es hin, ohne dass der Feuertyp den Doktor killt. Aber das sollte machbar sein. Oh, Kacke. Und wir haben es vergeigt. Sehr gut, wie immer. Ah, ich brauchte dieses Gewehr. Wo ist das Gewehr, Mann? Da war's doch. Meine Fresse. Jedes Mal dasselbe. Ah, ich hab's vergeigt. Und einer hat Boomer erwischt. Unser armer Boomer. Hände weg vom Doktor. Okay, den haben wir. Ja, bleib locker. Erstmal muss ich hier alle töten. Okay, okay, okay. Ja, Doc, ich komme gleich zu dir. Ich befreie noch deinen anderen Kollegen, ne? Okay, komm. Komm, mach, dass du wegkommst. Junge. Junge, hör auf! Nimm die Beine in die Hand. Flieg, kleines Vögelchen, flieg! Jo, befreien. Moin, Doc. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt. Ich und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen.
Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Jawohl. Wir holen dir deine Tasche, Doc. Aber ein Arzt, der nicht schwimmen kann? Aber gut. Haben wir irgendwas, um schneller zu schwimmen oder sowas in... Was ist das? Verringert erlittenen Schaden erheblich. Markiert automatisch alle Tiere. Bababa. Erhöht die Geschwindigkeit für eine begrenzte Zeitspanne. Das hauen wir uns mal rein. Wenn wir dann noch schneller schwimmen können. Okay, wie lange können wir den Luft anhalten? Ja, so langsam wird's eng. Ab an die Wasseroberfläche, Junge! Ich brauche ein Gewehr. Ohne Waffe. Ach du Kacke. Ey, ich halt, treff den doch! Jetzt. Oh Mann. Wir brauchen einen Kollegen. Hat keinen Zweck, so. Helfer. Komm, mein Junge. Ich komm zu dir, Partner. Super. Ich kann mich immer noch schneller bewegen. Stirb doch endlich. Alles gut. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß jetzt, bin ich auf Bliss oder? Liegt das einfach noch an den Medikamenten, die ich mir reingehauen habe. Ich weiß, es war keine gute Idee, alleine nach draußen zu gehen. Aber ich wollte niemanden in Gefahr bringen. Die Lage im Gefängnis verschlechtert sich. Aber diese Formel, an der ich arbeite... Ah, okay, es war nur die Medizin. Und ich weiß, dass sie helfen wird. Ja, sichere das Gebiet. Du bist gut, aber hier ist doch nicht. Irgendwas trötet hier zwar... Da hinten ist noch irgendwer. Okay, dieser eine? Mir ist gerade klar geworden, wer du bist. Du bist dieser Deputy, oder? Von dir hat Dutch die ganze Zeit gesprochen. Jawohl, das bin ich, Sir. Ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt. Aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Na klar. Gate hat uns alles genommen und nur Müll übrig gelassen. Sammle eine unbeschädigte Schwarzbärenhaut, okay. Wie kommen wir denn an unbeschädigte Häute ran? War das mit Jagen mit Pfeil und Bogen? Ich glaube. Da habe ich natürlich jetzt gar keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier noch? Nebenmission. Errant Tweak Kirby. Da habe ich Bock drauf. Die Statue kaputt machen. Das ist cool. Wir reisen auf jeden Fall hier hin, holen uns ein Heli und dann geht's der Vaterstatue an den Kragen.
Das ist eine gute Idee. Irgendwas kaputt machen. Ist immer schön. Vor allem, wenn es nicht das eigene Eigentum ist. Mal erstmal gucken, wo war denn hier der... Der Hubschrauber... Landeplatz. Ah ja, hier. Ja, Luftunterstützung, Luftunterstützung. Schnauze. Wir brauchen einen Heli. Ja, falscher Sitz. Oh, wo ist das Kackflugzeug? Da hinten. Den holen wir uns. Egal. Da hinten ist die Vaterstatue. Statue! Die wollen wir kaputt machen. Das Ding mit der Sache, für die es sich zu leben lohnt, ist ein Gesetz. Können wir nicht noch höher steigen? Ja, doch. Ja, hab ich doch. Erstmal in die Fresse der Statue. Lad nach. Oh. Die ist ja in Null. Haltet eure Fressen. Okay, ich habe gerade ordentlich Schaden gefressen. Warum auch immer. Und natürlich kein Medipack oder irgendwas dabei. Gleich bin ich hinne. Und gleich hat sich das erledigt. Können wir nochmal von vorne anfangen. Bin auch echt ungünstig aus dem Hubschrauber ausgestiegen. Muss man dazu sagen. Echt günstig gelandet hier. Mensch, den Wingsuit aufmachen. Ja, war ein bisschen spät, ne, Meister? Ah, okay, Kletterhaken, sehr gut. Ah, und da ist auch wieder ein Kletterhaken. Wunderbar! Kriegt man doch alles hin hier. Ein bisschen, eine bisschen Schutzweste wäre gut. Habe ich aber nicht. Medipacks habe ich auch keine. Also wie immer top vorbereitet. Du wirst ein paar Leitern sehen, die nach oben führen. Finde die Hebel und zieh kräftig dran. So kannst du sie nach unten holen. Was? Oh, Schutzweste. Okay. Was
Was hast du gerade gesagt? Leitern, dann ziehen? Hä? Ich habe nicht zugehört. Mal wieder. Ich habe nicht zugehört, was sie gesagt hat. Was war jetzt mit Leitern? Ach, da. Erreiche die oberste Etage. Ja, gut, aber... Oh nein. Ich wollte doch gar nicht runterklettern. Ach, hier. Augen nach oben. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Wo denn? Okay. Ein Heli versenkt. Black Hawk down! Black Hawk down! Wir werden noch mehr Hubschrauber gemeldet. Bleib wachsam. Nehmen. Jawohl. Ich weiß, was du getan hast. Und ich weiß, was du jetzt tust. Ich bin nicht wütend. Nur enttäuscht. Ich bin nicht wütend. Nur enttäuscht. Ja, halt die Fresse, Mann. Affe. Wobei ich ihn ja eigentlich mag. Er hat ja auch ein paar gute Ansichten. Es war ja nun nicht alles schlecht. Wo ist er denn? Erwischt. Ah, ich habe ja auch Luftunterstützung dabei, von daher. Willkommen in Luftangriff County, Bevölkerung. Wenn ich nur mal sehen würde, wo hier ein scheiß Hubschrauber ist. Aber irgendwie sehe ich keinen. Gut. Ah, es ist schon echt hoch hier. Ah ja. Ein Safe. Mal gucken, was da drin ist. So viel Zeit muss sein. Ich alter Gierschlund. Geld. Klasse. Oh, fall hier bloß nicht runter, Junge. Dann hast du es geschafft. Hier lang. Da lang. Okay. Soweit, so gut. Alles klar. Die heilige Bibel. Fackel ab das Ding. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Und weg. Schön. Joa. Falscher Prophet. Abgeschlossen. Sehr gut. Das war eigentlich ganz easy. Was hast du getan? Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Das ist mir relativ. Das war einfach nur wunderschön. Okay. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Das finde ich ehrlich gesagt auch. Das war schon ganz cool. Können wir denn als nächstes machen? Trinkwasserverordnung. Äh.
Was haben wir hier? Trampelfahrt? Ja, auf jeden Fall haben wir die Statue in ziemlich cool kaputt gemacht. Das war schon mal ganz nice. Was haben wir hier? Erlösung. Erreiche das Elend. Da. Oh, hab ich jetzt nicht so Bock zu. Hallo? Miss Mabel! Hier spricht Miss Mabel! Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn einer sieht, sagt mir Bescheid. Okay, cool. Aaron Tweak Kirby. Da haben wir noch eine Nebenmission. Erstmal wieder hier hinreisen. Bisschen die Munition auffrischen. Ein paar Sachen einkaufen. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht mache ich als nächstes gleich hier mal Miss Mabel. Am liebsten würde ich halt die ganze Karte erstmal aufdecken. Bei all den komischen Gestalten hier könnte man meinen, die Apokalypse hat schon begonnen. Endlich habe ich die Chance. Wie geht's, Kumpel? Was ist da draußen? Ja, bleib ruhig, ich wollte nur das Radio ausschalten. Und endlich mal Beute verkaufen. So, Schnellverkauf. Oh, nice. 2000 Taler. Ja, ist schon nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Irgendwas Cooles. Damit kannst du Raketen durch Zielen steuern. Nett. Ja. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Den will ich haben. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Noch eine coole Tarnung. Ach, scheiß auf Tarnung. Hauptsache auffällig. Das geht durch die Decke, okay. Rost et sie alle. Ja, cool. Zielerfassungs-Upgrade. Nehmen wir auf. So, haben wir ein schönes neues Spielzeug. Irgendwie habe ich auch Bock auf eine neue Knarre. M16 ist eigentlich ganz cool. Warte mal, welches war denn jetzt mein Scharfschützengewehr? Jetzt zweimal dasselbe? Nee. Schalldämpfer drauf. Das Teil drauf. Das dran. Sieht irgendwie kacke aus. Hätte ich es mal gelassen. Danke, dass du diesen Ort befreit. Egal, meine neue Waffe. Wir sollten ein Ferienlager. Ja, cool. Ah, nett. Schöne Sache. Naja, egal, was soll's, nehmen wir das Teil. So, meine eigene M16. Schön. Auf jeden Fall brauchen wir einen Helikopter. Ich kann das Ziel sehen. Steig euch in die Luft. Okay. So. Hallo? Miss Mabel? Hier Adelaide. Wir holen uns jetzt den verkackten Dropman-Yachthafen. Ich glaube, dann haben wir alle Außenposten. Jedenfalls wird mir sonst keiner mehr auf der Karte angezeigt. Ha, diese Natur, ich bin begeistert. Herrlich. Das könnte so schön sein hier, ne? Diese Sektenspastis machen alles kaputt. Aber gut. Dafür sind wir ja hier, um das zu ändern. Und das hier. Ein roter Hubschrauber steht da.
Ort entdeckt. Purple Top Antenne. Jawohl. Wo genau befinden wir uns denn? Okay. Da unten ist irgendwo die Tierpräparation. Irgendwo hier vor uns. Ich schätze mal da. Das wird es wohl sein, ne? Das wird mal eine Kriegsgeschichte werden. Aber ich will jetzt erstmal da hinten den Außenposten befreien. Da habe ich jetzt mehr Lust zu. Wieder elegant aus dem Helikopter herausgesprungen. Was? Ah, die befreien wir mal schnell. Los, Süße, lauf weg. Was wird denn da schon wieder rumgeballert? Auf jeden Fall will ich Boomer wieder haben. Boomer hilft mir bei solchen Sachen besser. Guter Junge. Der ist mir da eine größere Hilfe. Patrouilliert einer mit dem Boot? Okay. Das sieht ganz ordentlich aus. Oh Mann. Das ist ein ziemlich krasser Außenposten. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, den ungesehen zu befreien. Oh Mann, das war doch schon wieder scheiße. Das war doch schon wieder große Kacke, was ich hier gemacht habe. Ah, Mist, ey. Krieg ich einen Vogel. Ah, Mist. Okay, die beiden hätte ich. Ich will die scheiß Alarme ausschalten, Mann. Okay, einen hätten wir. Wenn die Alarme aus sind, dann ist der Rest erstmal egal. Okay, an den anderen komme ich nicht so einfach ran. Ein nicht abgeschickter Brief, okay.
Okay, erwischt. Okay, okay. Alarme sind beide ausgeschaltet. Sehr schön. Okay. Und den machen wir per Takedown. Jawohl! Dropman Yachthafen befreit, unentdeckt sogar. Richtig gut. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Da kommen sie schon mit Schaufeln und Mistgabeln. Ja, sehr schön. Okay. So niedlich, dass es schon wehtut. Jene, die dem Pfad folgen, haben sich dafür entschieden. Wer bist du, dass du sie aufhalten willst? Das war mal richtig. Diese Pilger suchen Erlösung. Ja, ja. Störe sie nicht noch einmal. Halt die Fresse, Face. Das ist fantastisch! Es kommt völlig neue Sachen hinzu! Wir hätten den Posten fast verloren. Danke dir. Du wurdest gesegnet. Oh, nett. Wieso bin ich denn jetzt so auf Bliss, ey? Und ich will verdammt sein, wenn ich meinen Hubschrauber Zulip kriegen! Hey, da ist ja mein Held. Komm mal her, Schätzchen, das ist wichtig. Was soll denn das jetzt? Ah, okay, das habe ich mir nämlich gedacht. Mal wieder eine Halluzination. Eine Epiphanie sozusagen. Ich glaube, das nennt man so. Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Nein. Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Na, komm, ey. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Ja, genau. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Hi. Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Der Marshall. Ja. Ich weiß, du wirst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Ja. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nie wieder. Hm. Weißt du,
Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger. Feuerwehrmann. Ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein. Das ist nicht wahr. Wir leben oberflächliche Leben. Und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Wir leben ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du, wenn das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Genau. Oh Mann. Und letzten Endes, Rookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Ganz Unrecht hat er ja nun auch nicht. Aber man kann ja auch nicht in einer Welt, die nur von Drogen geschaffen wurde, leben. Das ist ja nun auch nicht so das Wahre. Aber gut. Wenn es dem Marshall da gefällt, dann soll er halt bleiben. Vertrau dem Bliss nicht. Hol dir den Marshall. Fange den Marshall. Irgendwie kann ich nicht rennen. Jetzt kommt's drauf an. Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. Ja. Ich lauf ja schon. Bleib stehen, Marshall. Schnapp euch den Marshall. Rookie, du musst ihn retten. Ich jag den rosa Elefanten. Okay. Was ist jetzt? Ah ja. Du hältst dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber. Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Sieh mich an, sieh mich an. Ruhig. Nein, keine Drogen. Nein. Um Himmels Willen, lass das! Ruhig! Okay, okay! Ist nur ein Beruhigungsmittel! Nein, keine Drogen! Nimm die Waffen runter! Er kommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean! Ich kann es, Sheriff! Okay! Bitte! Okay! Ich bin nicht verwirrt! Okay! Halt der Verbleib! Okay, leg dich einfach hin! Ganz ruhig! Oh Mann. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy. Ich halte das für eine scheiß Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ja, da bin ich aber ausnahmsweise mal auf Tracys Seite. Ich rede mal mit dir. Ganz Unrecht hat sie ja da nicht, weil der Marshall war ja schon echt lange im Bliss. Hey Marshall. Herr
aus der Glückseligkeit geholt hast. Das wird die Faith nicht durchgehen lassen. Sie wird's dir gehörig heimzahlen, Jungspund. Sei auf der Hut. Naja. Der werde ich schon fertig mit der Alten. Das wird schon irgendwie hinhauen. Aber ist jetzt hier noch irgendwo ein Außenposten? Nö, eigentlich nicht, oder? Müssen nur eigentlich alle befreit sein. Hm. Na gut. Mach weiter so gute Arbeit. Hallo. Hallo, Sir. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit Teil, ja, 27 müsste das eigentlich gewesen sein. Ich meine, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Däumchen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es mich auch wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Teil wieder und bis dahin sage ich, ciao, macht's gut, Leute.